Also du bist jetzt 30 und vor 10 Jahren bist du 20 gewesen. Richtig, ja. Wie hast du dich mit 20 gefühlt? 20? Ja. Sicher mal ein bisschen größer als jetzt. So. Du hast ja keinen Fußball gespielt dann? Nein, das habe ich noch andere Sachen gemacht. Du hast auch Leichtathletik gemacht, warum? So. Ganz am Anfang habe ich noch ein bisschen Kunstturnen gemacht. So. Leichtathletik habe ich auch. Und jetzt, wie gesagt, du wirst, oder bist 30 und mittlerweile Vater geworden und hast geheiratet. Wie fühlst du dich ja, jetzt? Ja, da hat sich schon einiges geändert. He? Nicht mehr für den Ausgang. Ja, eben, man kann nicht alles haben. Aber sonst würde ich sagen, ist bin ich zufrieden. Dann bist du ein bisschen ruhiger geworden. Ja, das kann man sagen, ja. Doch. Ich meine, du bist ja früher noch echt wild gewesen, oder? Ja. Du bist da an jedem Fest haben wir dich angetroffen. Ja, jetzt halt nur noch an jedem zweiten. He? Sagen wir es mal so. Ja. Aber wie gesagt, du fühlst dich immer noch jung, nehme ich an, oder? Ja, ja, also ich kann nicht klar. Oder hast du das Gefühl, denkst du doch langsam schon. Nein, also zum alten Eisen würde mich also jetzt Pronomen zählen. Ja, also nein. Und ich nehme an, dass deine Erwartungen in Zukunft mehr meine positiv aussehen, oder? Ja, die Zukunft ist jetzt natürlich von allen bestimmt durch den Verein, oder? Mal schauen, was wir nehmen jetzt. Ja. Aber das soll ich nicht stören. Deine Hobbys? Eben, wir haben gesehen, du darfst Fußball spielen. Hast du sonst noch eine Vorliebe? Sonst habe ich noch für Hobbys. Fernsehen schauen. Aber es ist ein sehr intensives Hobby, oder? Ja. Oder gerade sehr... jetzt zum Beispiel, jetzt wollte die zweite Halbzeit an, nicht wahr? Das ist ja ein Eröffnungsspiel. Also heute ein Eröffnungsspiel. Schweden-Frankreich. Hongkong gegen. Ah, halt Schweden. Ja. Schweden-Frankreich. Also, ich hoffe, Frankreich. Wir sind gleich fertig. Weil, ja gut, lass ich wieder nicht mehr länger stören, aber ich habe noch letzte Bitte. Könntest du uns noch eine typische Handbewegung vordemonstrieren? Typische Handbewegung? Also weißt du, mit deinem Beruf zusammenhängt? Eine Handbewegung von meinem Beruf, ja. Geht es natürlich viel Bewegung, ja. Also PC irgendetwas so. Weg nochmal da. Einfach PC so. Ja. Gut. In dem Fall hören wir da. Also wir befinden uns hier bei der Kantonspolizei. Wir haben hier einen Schwerverbrecher. Und wir können einvernehmen. Es ist der Schott. Man hat es gedacht, oder? Dass auch der Schott mal hier. Polizei, Gehorsam kommt. Nein. Das ist ein Witz. Aber es sieht aus wie echt. Also, das heisst, wir sind dann da leibhaftig beim Schott im Fahndungsbüro in Liestal. Nein, Büro, das bin ich. Ja, das ist echt. Fahndungsbüro. Also, was? Schott, wir haben ein paar Fragen an dich. Ja. Wir sind vom Meinungsforschungsinstitut REO. Und zwar haben wir wissen, wie du dich fühlst als Schwerverbrecher. Als Schwerverbrecher würde mir überhaupt nicht wohl in dieser Rolle. Jetzt hier die 5 Minuten, da längst du noch nicht genug. Ja, also, man hat ja schon gesagt, ein Witz, aber du würdest niemanden nie selber. Nein, das ist in der Zelle, die wir nachher rasch kurz werden besichtigen. Nein, ich würde lieber auf der anderen Seite so oben heimgehen. Eben. Los! Wir sollten von dir wissen, wie du dich mit 20 gefühlt hast. Mit 20? 10 Jahre jünger als jetzt. Mit 20 bin ich noch erstens schlanker gesehen, da muss ich machen. Aber heute Saft habe ich immer noch mit 20. Ja, also ja. Bist du voll im Schuss. Ja, voll im Schuss. Ja, man sieht das auch, ja. Und hast du ja auch schon unsere Vorstellungen gehabt von als Schwerverbrecher. Nein, halt als Polizist. Als Polizist, ja. Nein, das Gleiche. Ja. Mit 20? Ja. Nein, ohne also, das nicht groß. Nein. Ja. Nein, das ist später. Das ist später gekommen. Und ja. Jetzt eben mit 30. Wie fühlt man sich da? Mit 30? Ich fühle mich noch nicht mit 30. Ich bin zwar 30, aber ich fühle mich noch jung. Und hoffe, es geht weiter so. Als Schwerverbrecher? Ja, wieso sagst du, wie ein Schwerverbrecher? Ja, das ist ganz anders. Nein, mir gefällt es da. Ich hoffe.
du nicht? Gerne zu tun, ja. Das gerne zu tun. Ich bin Schwerverbrecher, ja. Es geht darum, es sind auch Harmlose darum, das sind Menschen wie du und ich. Eben, genau, genau, schön. Ja, lass. Wir gehen ins Haus weiter. Wir sind jetzt im Haus weiter. Wir haben hier eine andere Kulisse im Hintergrund. Vielleicht kannst du mal noch erläutern. Ja, das ist der Gang, der nicht so beliebt ist. Da gehen sie lieber raus und anstatt rein, glaube ich. Ja, also wie gesagt, es ist in dem Fall keine Aussicht zu zählen. Das geht wahrscheinlich alle an. Ah, also, Peter, wir haben zu dir wissen, wie deine Erwartungen sind in Zukunft. Bezug auf was? Von Beruf? Ja, allgemein. Allgemein? Was gerade so einen Sinn kommt. Also, ich sehe alles positiv. Wir haben manchmal alles positiv gesehen und dann sehen es auch in Zukunft positiv. Man muss rosig sein, dann sieht man alles schwarz malt. Also, du machst in dem Fall so weiter. Wie gesagt, ja. Du bist immer fröhlich, ja. Gesund. Weiss offen, ja. Weiss offen, ja. Ja. Und du wirst auch immer. Und immer da bleiben. Mit einem Job. Job. Ja, ja. Und du wirst auch weiterhin mal ein Bier genehmigen. Ja, für jeden, das gehört dazu. Ja. Zwei, drei. Ja, gut, jetzt sollten wir von dir noch eine typische Handbewegung haben. Von deinem Beruf. Eine typische Handbewegung? Also, was du machst. Ja. Gut, ich glaube, es haben alle gesehen. In dem Fall danken wir dir herzlich, dass du euch Zeit gegeben hast, um das alles hier mal zu klären. Ich hoffe, wir sehen uns hier unten. Ich hoffe, wir sehen uns hoffentlich nie hier unten. Und danke dir nochmal herzlich. Merci. Merci. Salut, Pauli. Salut, Roger. So, wie wir alle wissen, spielst du in einer bekannten Bastelbieterband. Und soviel ich weiss, haben wir heute Abend gerade probt. Jo. Aber trotzdem hast du rasch Zeit gefunden, um mit uns ein kurzes Schwätzchen zu machen. Es ist so, wir sind vom Meinungsforschungsinstitut Vero und haben an dich ein paar Fragen. Und zwar hätten wir gerne gewusst, wie du dich mit 20 gefühlt hast. Eine sehr schwierige Frage. Aber eine gute Frage, muss man sagen, von einem Institut. Wie habe ich mich gefühlt mit 20? Eigentlich nicht unbedingt anders als wir jetzt mit 30. Ja, man hat noch nicht so viel von der Welt gekannt. Und ich habe erst meine Erfahrungen machen im Leib von diesen Jahren. Ich war vielleicht ein bisschen naiver gesehen, wie wir vielleicht alle auch. Und gross und ganz habe ich echt gut gefühlt mit 20 Jahren. Aber soviel ich gehört habe, hast du da schon Musik gemacht. Wie hat sich denn das entwickelt? Also bist du schon in jungen Jahren schon als Musiker aktiv gewesen? Oder erzähl mal selber. Ja, bin ich eigentlich, ja. Ich bin ja schon voll drin gesehen. Vielleicht nicht so weit, wie wir heute sind bei der Formation. Das sind wir gerade. Ja. Peter, du bist 30 geworden. Bin ich, ja. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich jetzt in dem reifen Alter? Oder bist du noch nicht so gut? Gute Frage, ja. Nein, ich fühle mich relativ reif. Muss ich auch sagen. Ich habe zwar immer gesagt, ich fühle mich irgendwie. Also wie? Also musikalisch reif? Das sicher eigentlich. Ja, sicher in den letzten 10 Jahren sehr viel zugelegt. Das ist schlecht kein Geisterweg. Das letzte Jahr dank meinen Jobs nie gehabt. Aber irgendwie fühle ich mich auch, bin ich noch mit 25 gestorben. Ich fühle mich auch körperlich. Sie sehen auch nicht mehr so gut aus, wegen dem, was ich nicht so gut fühle. Aber ich fühle mich eigentlich echt gut. Und deine Erwartungen in Zukunft? Oh, also, schwierig. Allgemein. Ja gut, also ich meine, ich hoffe, weltweit bleibt noch ein paar Jahre bestehen von dem her, das wäre schön. Ich hoffe, meine Gesundheit macht auch noch ein bisschen mit. Und ich bin zuversichtlich von dem her. Und auch musikalisch hoffe ich, dass ich immer aufwärts gehe von dem her. Und eben deine Hobbys haben wir schon leicht erläutert. Oder hast du sonst noch etwas? Ja. Ein bisschen Sport, das in Anführungszeichen Sport, da ein bisschen Skifahren. Volleyball also würde ich noch gerne spielen, wenn ich noch mal früher gemacht habe. Das haben wir alles gehört, du würdest eigentlich gerne schon seit Jahren sportlich etwas machen, aber es ist dann jeweils relativ schnell durch Scheitern gekommen. Ja, also, ich weiss nicht, ist das bedingt durch deine musikalischen Aktivitäten oder hast du einfach immer die falsche Sportart gewählt? Ja gut, ich habe schon mal abgespielt in der Schule und vor 15 Jahren mal einen kleinen Finger gebrochen. Dann ist auch ein bisschen krümmer als der und das hat man vielleicht ein paar Jahre. Ja gut. Ja.
noch eine typische Handbewegung haben für deinen Beruf? Von meinem Beruf? Ja. Oh, ja, ja, das ist schwierig. Das muss ich mal lernen. Von meinem jetzigen Beruf? Ja. Voll, ich habe also, viele Jobs gemacht. Jobs gemacht, aber ja, jetzt, ich würde sagen, wir schränken uns mal auf den Beruf, den du jetzt auswählst. Ja, was wollen wir sagen? Was wollen wir da machen? Ja gut, in dem Fall danke mir dir herzlich, dass ja, du Zeit gefunden hast. Wir sind gerade auf einer ausgedehnten Amerika-Tournee gewesen. Ja, so ähnlich, ja. Vor zwei Wochen zurückgekommen. Aber trotzdem, vielen Dank und weiterhin musikalische Erfolge. Ja, danke schön. Merci, gell. Ja, schon 10 Jahre zurück.
Ich würde sagen, auf so ein grobes Zeug. So. Sicher mal 10 Jahre jünger. 10 Jahre weniger Erfahrung. Je nachdem. Das ist speziell. Und jetzt mit 30 oder du wärst bei 30, wie fühlt man sich da? Aber immer noch gleich. Ja, ich bin 18 Jahre älter. Ich bin natürlich schon 30, hä? Ja. Und das ist am 1. Januar, hast du glaube ich Geburtstag gehabt, genau. Also. Okay. Ja, der 1. Das ist einfach der 1. in dem Fall. Mit 30. Ja, das ist einfach 10 Jahre älter. Aber sonst Bier trinken magst du immer noch, glaube ich. Ja, ja, da habe ich mit 20 schon können. Eben, und hat sich da... Da hat sich nicht gross geändert. Nein, hat sich nicht geändert. Ja. Aber sonst bin ich eigentlich zu weg und ja, gesundheitlich gut. Und sonst hast du, glaube ich, dich in Dorfmusik, oder? Richtig, ja. Das ist Stadtmusik, Salisberg. Ja, Tambur. Ich muss halt immer noch ein bisschen drum. Ja. Früher halt haben wir noch in einer Band. Eben, apropos, du hast ja früher in einer Band gespielt. Und hast du da. Du bist da nicht noch. Ja. Ich schon noch nicht, aber. Aber du arbeitest in einer weltbekannten Schreinerei und da gibt es auch sehr viel zu tun, oder? Du bist immer auf Tournee, oder? Also ähnlich wie mit einer Band auch vielleicht, oder? Ja, ja natürlich. Und das Geschäft ist natürlich auch viel unterwegs. Ja. Ja. Viel zu tun? Ja. Gut, und die Erwartungen in Zukunft? Ja. Also allgemein gesehen? Ja, älter werden, immer ein bisschen. Und sonst gleich? Gesundheitlich zu weg sein. Immer ein paar Bier trinken. Wie viel Bier trinken? Ja, sicher, ja. Zufrieden haben. Ich würde sagen, ja. Lass jetzt zu deinen Hobbys, die haben wir so angesprochen. Sollten wir von dir noch eine typische Handlung haben für deinen Beruf? Von meinem Beruf? Ja. Schnell aufstellen, hä? Also, lernst du am Bierfass aus? Oder? Nein, ich kann nicht zeigen. Ja, höchstens zu lernen. Ich würde sagen, wir danken dir vielmals für die Auskunft und wünsche dir in Zukunft beim Bier, Trinken und sonstigen Aktivitäten alles Gute. Merci. Merci vielmals. Schrotti! Beam ihn runter. Sehr wohl, Sir. Wird sofort erledigt, Sir. Die haben irgendeinen falschen Code eingegeben. Es gibt ja wieder einen Aufstand. Sag lieber nichts. In diesem Schrottladen geht doch alles schief. Was ist mit deinem Kopf passiert? Er sitzt verkehrt rum. Das ist ja furchtbar. Tut doch was. Tut mir leid, Sir. Ist wahrscheinlich eine Fehlfunktion des Mikrokonverters. Warum hat mir bisher niemand gesagt, dass ich so einen fetten Arsch habe? Halten Sie durch, Sir. Ich werde Sie zurückbeamen. Vielleicht liegt es am Interlock oder wir hatten einen Phasendreher. Loch 1, Loch 2, Loch 3, Loch Ness. Ist alles in Ordnung, Mr. President? Fantastisch, danke, aber das ist nicht Ihr Verdienst. Wir beamen Sie wieder zurück, Sir. Nicht doch, nur das nicht. Ich will nicht wieder gebeamt werden. Ich gehe lieber zu Fuß. Präsident Screw, Achtung! Präsident Screw! Hallo? Ja, Sali Dösel. Danke. Wir befinden uns hier über den Dächern von Paris. Wo? Man sieht dort links den Eiffelturm. Sehr schön. Du hast einen fantastischen Ausblick. Wenn man gerade hier sieht, auf Paris oder eben oder Basel. Wir sind vom Institut zur Erforschung von Meinungen. Also wir meinen Meinungen, so wenn es einfach geht. Oder? Ja. Meinungen, es gibt verschiedene Meinungen. Aber wir meinen, wir könnten meinen, dass du einmal 20 gewesen bist. Ja, das ist möglich, ja. Und dazu hätten wir gerne mal gewusst, wie du dich hier gefühlt hast. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht viel anders als heute. Also ist es nie schlecht geworden.
Nein, ist mir nicht schlecht geworden. Ja, ist das alles? Ja. So. Ja. Und mit 30 oder weißt, bist du 30 geworden schon? Oder? Nein, das wird ich erst noch. Ich weiß noch nicht, da könnte es mir eventuell noch schlecht werden. Dann? Ja. Also später am Abend meinst du? Ja, so, doch. So, ja. Ja, früher in Morgenstunden. Ja. Könnte ich das noch drin liegen? Aber sonst wärst du etwa gleich mit 20. Ja. Immer gleich. Ja. Gleich schlechter, mehr oder weniger. Ja, und in Zukunft, also wie siehst du die weiteren Lebenswandel? Ja, doch, da muss also wirst du immer noch schlechter? Oder? Nein, das hoffe ich nicht, nein. Also das ist jetzt angesprochen, dass du mit 30 Jahren vernichtet, dass du schlechter könnte gehen. Und eben in Zukunft schaut, hoffentlich ist nicht, dass es noch schlechter geht. Oder? Nein, sicher nicht. Das ist nur die nähere Zukunft, gerade unmittelbar. Nein, ja. Glaube ich nicht. Und deine Hobbys, wenn wir mal noch ein bisschen näher durchleuchten, was hast du da? Also ich habe gehört, du gehst sehr gerne zu den Balinesen oder allgemein in die Richtung. Ja, doch, ja, das machen wir schon. Ja. Ja. Also was zieht dich speziell in der fernen Osten? Sonne, Wärme, Sand. Sand und Meer. Sandstrand und Meer. Das lockere Leben. Ja. Locker vom Opfer. Also. Ja. Wirst du dann noch schlechter? Nein, eigentlich nicht. Weniger so? Nein, weniger. Aber es gibt schon Bier, oder? Ja, das doch. Halt, was doch. Könnte schlecht werden. Könnte ich Hilfe wünschen? Könnte schon passieren. Man muss sich einfach brechen. Ich meine, ich habe schon gehört, dass du noch ab und zu gerne ins Glas möchtest. Ja. Und das halte ich für ein Gerücht. Nein, also, ich finde da nicht. Nein, jetzt hätten wir noch gerne eine typische Handbewegung von dem Beruf. Von meinem Beruf eine typische Handbewegung. Also, ja, kannst du noch etwas? Einfach so stecken und drehen. Ja. Ja gut, lasst uns und wir wünschen dir in dem Fall einen Haufen schlecht, also einen Haufen Gutes, meine ich. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Zukunft, oder? Und alles Gute, ja. Weiter erleben. Dir auch. Und wir danken dir. Mit dem schönen Ausblick, den wir heute Abend geniessen dürfen, nehmen wir einen Schluck Bier. Merci. Merci auch. Schönen Abend noch. Ja. Warum haben die Araber kein Brot? Weil sie Kamel haben. Und im Tal, ja, da sitzt das kleine Ottili. Holle die Diodo. Juhu, habe die Ehre. Ist gut? Ja. Also, Sali Buccio. Ah, das ist das Mikro, war gut. Tschüss. So, wenn wir ciao zusammen. Ja, ciao zusammen. Wie wir hier sehen, fahrst du Velo? Ja. Halt, das ist ja... Nein, ist ja Döf. Also, du fahrst Döf, oder? Also, ja, du hast, glaube letzte Woche gerannt, hast du... Bist du, glaube auf dem Nürburgring gewesen, oder hast du das Rennen gehabt? Also, du bist, glaube Halbprofi, habe ich gehört. Ja. Also, trainierst, glaube all Tag. Ziemlich, ja. Halbe Stunde, so habe ich gehört, he? Du bist fast Döf. Ja. Aber das wäre dein Hobby, in dem Fall, he? Das ist mein Hobby, das ist so. Seit Geburt eigentlich schon. Also, du bist auf die Welt gekommen mit dem Döf? Nicht mit dem Döf, auf die Welt gekommen. Was hast du für einen gehabt? Ja, angefangen haben wir eigentlich nie mit Japan gross, immer mit italienischen Löffeln. Ja. Und jetzt? Jetzt bin ich mal umgestiegen auf Honda. Ja. Ja, hast keine Probleme mehr mit dem. Aber du fährst schon seit klein auf. Ja. Ja, lass. Jetzt sollte man noch wissen, wie du dich gefühlt hast mit 20. Mit 20 habe ich mich wunderbar gefühlt. Schönste Jahre gesehen, wenig gearbeitet. Im Dörf fahren, mit Summen flippen. Super. Und jetzt mit 30 fühlst du dich immer noch mit 20? Eigentlich nicht. Ich habe jetzt geheiratet, neulich, vor einem Monat. Und jetzt ist halt eine andere Ära im Leben. Andere Zeit. Andere Ära. Ja. Und in Zukunft, wie sind deine Prognosen? In Zukunft?
Ja, ich hoffe, dass positiv läuft das ganze Leben. Mal eine Familie gründen jetzt. Und ja. Ich glaube, es wird schon gut. Ja, also es klingt recht vielversprechend. He? Lass mehr vom Meinungsforschungsinstitut RERO. Ich wünsche dir in Zukunft alles Gute. Und zum Schluss sollten wir von dir noch eine typische Handbewegung haben für deinen Beruf. Mein Beruf, das wäre eigentlich einfach. Das wäre nur so. Gut, ihr habt es alle gesehen. Und damit beenden wir unsere Sitzung. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Adieu. Tschüss. Ciao zusammen, hier ist RERO. Wir sind das Kamerateam von diesem Film. Wir haben hier Steven Spielberg an der Kamera, Kamera. Regie. Und hier Roman Polanski. Ich, Ton, Film und Sonstiges. Ja, das ist Benny Dornherr. Jetzt mal mein Gesicht. Nein.